So, hallo und herzlich willkommen, liebe AOE3-Community. Erst einmal noch Sebastian und wir sehen hier ein Duell vom ersten Spieltag, auf das ich mich richtig freue. Wir sehen hier nämlich den guten Steroids, mit dem ich sogar schon was aufgenommen habe, nämlich das Malta-Spezial, weil einer der wenigen Malta-Spieler ist, die mir so eingefallen sind. Und UN-Master, der auch immer ziemlich viel kommentiert und auch rege dabei ist. Und weil das hier so eine besondere Partie ist, habe ich mir gedacht, das kann ich nicht alleine kommentieren, sondern ich habe mir Verstärkung geholt in Form von Strategos. Hallo Jo, Strategos. hey zusammen. Ja, cool, dass du Zeit gefunden hast. Ich auch gerne. Ja. Ich würde sagen, wir lassen jetzt schon mal laufen. So bei 3, 2, 1, los. Und genau. Und schauen mal, was hier so abgeht. Also Italien gegen Japan ist auch ein Matchup, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, ich tatsächlich glaube ich auch nicht. Nee, oder? Nein. Also. Ja, keine Ahnung, Italien ist auch total neu. Ich meine, was ich mal Ja, es gibt gespannt bin, ich so. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer so ein bisschen Respekt vor Liga 6, weil du weißt echt nicht, was dich erwartet. Also irgendwie vom Piroshiki FF bis zu 40 Minuten Treaty ist echt alles drin, was das Herz begehrt. Das Und stimmt, ja. Das stimmt. ja. Ja, verstanden. Das heißt, ich habe so jetzt so Flashbacks da, so mit Italien rechts. Und Tobi hat ja da auch Italien rechts gespielt. Mal schauen. Ach so, okay, aber das war doch nicht am ersten. Ach doch, am ersten. Ja, ich weiß, doch, 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 Ja. klar, habe ich natürlich gesehen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also genau, was sehen wir? Also rechts sehen wir schon mal hier Steroids mit Italien und links sehen wir den guten UN-Master mit Japan. Und ja, ich bin gerade am Überlegen. Also ich sag mal, Italien ist ja auch eher so eine Boomsiff und Japan ja normalerweise auch. Vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Also Japan kann sicher sehr gut boomen und auch auf dem App auch gut Fisch boomen, würde ich sagen. Und Ja. Italien kann das auch, hat Tobi auch bewiesen, ne? Und ich denke, mal schauen, also, weil es Liga 6 ist, ja, vielleicht sehen wir da keine Aggression, aber Italien, also zumindest Japan, kann auch offensiv spielen, wenn es will. Je nachdem, mit was er hat aged. Mal schauen. Dann und dann, ja, mal schauen. Ich Ja. denke, ja. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, ich meine, jetzt haben wir hier schon mal Sagui Nai mit den Handelsposten in der Mitte. Ist bei mir böse Erinnerungen weg, weil ich auf der genau auf dieser Karte habe ich verloren. Ziemlich Ja. übel. So, ja, aber von Ja, das werde ich daher. dann noch in der Kosten. Jetzt hast du es leider schon Oh, verraten. ja, okay. Ja, stimmt, du, Aber ja. actually, die Map ist echt sogar ein bisschen unfair, wenn die Handelsroute anders liegt. Weil wenn die Handelsroute so mit vier Posten liegt, kann der rechte Spieler alle Handelsposten nehmen, aber der linke Spieler nicht. Ah, okay. Weil der Ach. eine Handelsposten dann zu nah am TC liegt. Oh, pass mal auf, wir sehen übrigens gerade Schoner, geschickt vom Italiener, also es ist ja fast wirklich wie bei Tobis Spiel. Flashfrag, ja. Ja, genau, lass mal in die Decks gucken, was hast du denn dabei? Okay, kann ich nicht lesen, also der Italiener hat auf jeden Fall tatsächlich Schoner dabei und ja, Abdeckerei und so Zeug. Ja. Sogar ein Schlachtschiff dabei. Stimmt. Ach, ein Schlag ganz hinten. Ah ja. Nee, doch, ja, das wäre es natürlich, wenn wir jetzt Schlachtschiff mal sehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Genau, so schön. Okay, also auf jeden Das ist Fall Wasserboom und ziemlich der. dominös. Und UN-Master, gut, der hat auf jeden Fall auch Schiffe dabei. Zwei Funen. Aber der hat aber ganz Karten dabei, die habe ich auch noch nie. Okay, der hat auf Ja, jeden Fall ich eine denke, Menge. er wird sicher passiv spielen, wenn er so Millionäre da drin hat. Ja, aber guck dir mal H3 an, da sind ja nur Upgrades. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Felder-Upgrades für Daimyos und Shoguns und Samurais. Ja, Ja, also ich weiß nicht, oder sogar mit Stilen vielleicht kommt oder UN-Master auch aus dem Vertragsbereich. Da wäre das ja bestimmt üblich. Also so wäre das halt irgendwie ziemlich wenig Truppen, sage ich mal so insgesamt. Aber gut, er hat schon mal himmlischen Kami und das Konsulat aber auch direkt am Dorfzentrum und mit den Japanern ist er verbündet, was ja auch schon mal gut ist. Portugiesen, Ja, Portugiesen. du hast vollkommen recht. Ja. Ich, genau. Was edge der hier? Das ist Tokshogeschrein, alles klar. Ja. Ja, der Dumme ist jetzt, dass ihm da die Viecher ein bisschen weglaufen. Ja, ach nee, Ich denke, die ranschießen kommen dann kannst du sie schon gar nicht, wieder. was? Nein, nein, ranschießen kannst du. Ja, gut, vielleicht hat der Schrein ja genug magische Wirkung, um das wieder zu kompensieren. Ja, ich denke, es reicht schon noch. Meins reicht. Vollkommen. Ja, gut, er hat hier auch ein TC, habe ich nicht gesehen. Diese Bildschirm. Ah, ja, okay, das soll auf jeden Fall reichen, ja. Und der Italiener edge mit Gouverneur, Ja. also er könnte den FF machen, aber er wird er sicher nicht machen, wenn er
eigentlich. Ja gut, wahrscheinlich wegen dem Turm, ne? Und das Gold für die Upgrades im Mod, wenn er die nicht schon hat. Ja, So, gute für eine Frage. Stahlbahn kostet ja Gold. Ja, genau. Ja, gut, hackt auf jeden Fall auch schon ordentlich Holz, hat aber gar keine. Hat im Ja Moment, gut, ah die doch, jetzt warten kommt ein noch in Schiff. den Hafen, ne? Ja. Ah, jetzt kommt die Wartet Alessa, mit dann kommt dem... Bade noch. Okay. Er Hafen ist ist eh nicht fertig, so ja, jetzt. wie Tobi, so mit drei Häfen wie Ja, Tobi. genau. Übrigens muss ich sagen, für einen Hafen nur Schoner durchzuschicken, man könnte auch zwei bauen. Ja, kommt vielleicht gleich. Ich meine, das baut er jetzt gerade mit dem Architekten, das baut er erstmal eine Lombarde. Ja, man kann schon zwei bauen. Gut, man muss immer gucken, dass man das Holz auch hat, aber vielleicht kommt das gleich noch. Jo, Ja. das wartet sich auch schon ein. Er hat eine Lehre gezogen aus dem Spiel von Tobi, ne? Aber ja, Tobi hat, glaube ich, auch Welle gehabt. Ja, eben, ja, also er hat. Er war es genauso Ja. fast gleich, dann war es fast gleich. Ja, wir gucken mal, aber Ja, nicht dieses ganz. UN-Master schreit auf jeden Fall mal ganz, ganz gehörig hier. Hat schon 80 Schreinbevölkerung, aber sieht nicht so aus, als würde er jetzt raschen oder sowas. Nein, nein. Da schickt sich auch Holz, der wird einfach durchboomen mit dem Schrein. Ja. Und mal schauen, ob wir den Wasserplay spotten, ne? Stimmt. Ich guck gerade mal, weil er hat da noch gar nichts erkundet in der Nee. Stelle. Gut, wenn er ins Deck schaut, dann könnte er es natürlich ahnen, dass da was kommt. Aber vergesse ich leider auch oft. So. Ja. Ja. Ja, wobei ich bin am Überlegen. Also, ich meine, wenn der Japaner jetzt hier seinen Schreinbogen volle Kanne durchzieht, ob. Ich weiß nicht, das ist ja auch ein ziemlich starker Boom. Also, ich bin gar nicht sicher, ob dann sozusagen so ein Wasserboom von den Italienern, ob das dann tatsächlich Ja. stärker wäre. Also wenn der Shell die Lombarden hochzieht, dann schon. Dann Ah, ist es, okay. denke ich, schon equal. Aber wenn er das nicht so schnell schafft, dann ist es wahrscheinlich Ja. schon ein bisschen besser für die Japaner. Okay. Ach Gott, guck mal, aber jetzt hier offensive Basilika. Ja gut, der hat so viel Leben, ne? 5000 Ja, Leben. gut, die gibt auch eine Menge Sichtweite, aber. Ja, Und aber. sie fungiert auch noch als Shipping Point, Ach ja, okay, damit man auch den Gegner auch richtig ärgern kann. Ja, ne? aber. Ja, aber das ist so das Konzept von den Wellen. Ich weiß, ja, witzigerweise, wenn du dir die Welle auch anguckst, also da sind ja die Pfeiler gelöscht, aber das sieht schon richtig nach Lücken aus. Also normalerweise wird das ja so durchgehend dann, aber okay, hier jetzt gerade nicht. Ja, Ja. nein, es hat auch, also da auch immer die Lücken drin, ne? Gut, unten ist es besser gesetzt, aber. Ja, also ich finde, meistens sind sie nicht so deutlich, aber okay. Also jedenfalls ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht ist es aber so, ich baue auch kaum Welle. Naja. Ich bin mal gespannt, ob sich einer hier so einen Krähposten holt. Was baut er mit dem Architekten? Wo ist der Architekt? Achso, gute Frage. Ah, da unten. Baut noch eine weitere Mord. Okay. Haben wir ein paar Muskeln gebaut? Er hatte vorher mal Pikes in der Ausbildung. Er hätte wahrscheinlich lieber Pikes gesehen. Um die Steine lieber zu sitzen. Ah, und die schreien ein bisschen. Ja, gut. Ja, der Japaner hat auf jeden Fall Ashigaru schon mal in der Leitung. Und jetzt. Ah, guck mal. Hier sind jetzt. Genau. Und auf jeden Fall mal ein paar Musketiere, die hier die Schreine angreifen. Ja, der Toshogu-Schrein ist nicht voll, ne? Schau. Was mit dem Tokushogo-Schrein? Ja, nur 5 von 8 Tieren rum. Ja, Die das ist sind echt Pech, dass die einfach Herde sich da wegbewegt hat. weggeholt. Na gut. Hättest du eigentlich mit den Oschis schon die Schreine defenden, ne? Hat ja 7 Stück. Ja, würde ich aber auch sagen, genau. Ich sehe sie Schickt gar sich nicht. jetzt Wo schon sind zum sie denn? zweiten Mal Siedler, ne? Ja. Oh, aber hier, guck mal, da gibt es jetzt auch drei Fischerboote. Also, es kommen auch vom Japaner Fischerboote. Das ist ja auch immer ganz nett. Man kann Also sich die ja. kommen aus dem Konsulat. Ja, Ja, man kann die ja sich gut, ja. aber dann dürfte er den Wasserplay sehen. Ne? Gut, so viel hat er jetzt nicht auf Wasser. Nee, bisher nicht. Das stimmt. Ist jetzt kein Ja, ganz. ob ich jetzt da noch für 6 Fischerboote Schoner geschickt hätte? Weiß ich Ja, nicht. ich dachte jetzt. Ich dachte, der boomt hier richtig los. Aber okay, jetzt kommt noch ein Architekt und ein paar Musketiere. Ja, und jetzt kommt hier der erste Kampf. Sind tatsächlich 7 Ashigarus und Steroids. Merkt es gar nicht, dass die auftauchen. Also noch nicht mal mit 10 Musketieren könnte er eigentlich hier gegen kämpfen, aber ja, fliehen ist halt immer schwierig gegen Ashigarus. Aber gut, ich sehe das voll ein, aber gut, er lässt sich auch. Dingsbums verfolgt ihn auch nicht. UN-Master, okay. Schickt dich jetzt aber die Truppen, ne? Das wird vielleicht ein bisschen übertrieben, denke ich. Ah, ein paar Wesenträger, ja. Stimmt. Ja gut, kommt drauf an, was sein Plan ist, aber sein Plan ist ja eher defensiv zu halten. Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht sinnvoll, hast schon recht, wenn man jetzt. Ach guck mal, aber er hat sich immerhin hat sich den Krähposten geholt, holt sich jetzt Krähkuröre und hier die Krähgerbung auch noch. All die Upgrades da drin geben noch mal zusätzlichen Ziele, ne? Ach, okay.
Ja, gut. Also ich sag mal hier Krebgerbung oder so, Krebgerbung, das ist ja sowieso sinnvoll, sich die zu holen. Aber den Rest, alles klar, wenn er dafür Siedler kriegt, ja, dann los dann, Ja, ihr Feuer. könnt sich unten noch die Huron holen. Da gibt es für 150 Ressourcen 15% Upgrade für Fischerboote und Ah. bekommt auch nochmal natürlich noch einen Siedler dazu. Ne? Ja. Ja, Ja, ist der auch nicht könnte so sich jetzt schlecht. nochmal, also jetzt würde ich mir auch wünschen, dass er wenigstens konstant, wenn er jetzt nur einen Hafen hat, aber wenigstens konstant Fischerboote ausbildet. Das wäre ja jetzt eigentlich so das, was ich Hätte ich jetzt sogar erwarten. echt noch Flößerei geholt. Ne? Kostet 400 Ressourcen. Ist schon nicht Ja. teuer. Du, dafür sammelt er jetzt Holz wie Sau, was sind Holzsiedler. Ja, das stimmt. Aber ja, ob sich das hier lohnt, naja, Jetzt haben egal. wir 36 Sealer zu doch 40 vom Italiener. Ne? Prost. Ja. Schickt sich jetzt die Karavellen? Ja, okay. Hat Wieso er auch schickt ein er sich? Fischerboot gesehen? Ja, hat ein Ah, Fischerboot gesehen. ja, okay. Wird aber für die drei. Ja, gut, weiß er Gut, aber natürlich er nicht, weiß dass das natürlich nicht. nur drei sind. So, vielleicht geht er davon aus, dass der andere auch einen Hafen hat. Aber gut, er könnte es ja spotten mit einem eigenen Fischerboot. Ja, kann er machen. Ja, jetzt sehen wir hier, ich weiß nicht, bei 10 Minuten 30, jetzt sehen wir so den ersten Angriff von so ein paar Meerarchigaus hier, 17 Stück immerhin. Die Da aber, könnte ein Protect ja gut, aufgeben. die Ja, da kommt Architekten noch ein an. Protect Oh. drauf. Ja, einer Ja, stirbt, das genau. macht man toll. Ah gut, aber der Italiener kann das locker abwehren mit den Avisenträgern. Ja, nee, das auf jeden Fall, ja, das kriegt er Der könnte locker jetzt ab. noch gleich agen, wenn er möchte. Oh ja. Der Japaner auch gleich. Die sind beide können sie tatsächlich gleich agen. Oh, ja, ist vielleicht jetzt auch mal nach 11 Minuten sinnvoll. Okay, jetzt könnte natürlich Steroids hier die Schreine abreißen, wenn er schon da ist. Was sich Steroids ein Außenposten mit dem Architekten. Ja, echt? Ja. Oh ja. Der hat schon viel verloren, von dem Weg jetzt klar, aber vielleicht die zweite Kaserne für Lau hochziehen, kann man immer gebrauchen. Er kommt wahrscheinlich, also er kommt nie mit den Ressourcen raus für eine Kaserne, also er hat viel mehr Ressourcen, als dass er aus Das war. einer pumpen könnte. Ja, stimmt, einen Stahl hat er gar nicht, was? Nein, Ich weiß gar schon nicht, ob. drauf nicht. Ja, okay. So, mit was agen sie denn? Also der Bischof, okay, also nochmal gierig. Gegen. Yeah. Sein Und eine Unmaster. Pavillon. Was baut du Endmaster denn? Er baut. Ah ne, das ist eine Burg, warte mal, ist das Wunder da? Hinten. Goldener Pavillon. Ja, du als Japaner-Spieler. Verbessert, also bietet Arsenal-Tags, Advanced Arsenal-Tags und kannst umschalten für mehr Leben, mehr Angriffsstärke, was du Ah, willst. okay. Ja. Und Ach Gott. bekommst ein paar Yuumis beim Major. Ah, ich mein. Ja, Dings hier, UN-Master knallt sich jetzt auch hier die ganze Palette an Marktplatz-Upgrades durch. Das ist vielleicht nach 12 Minuten noch nicht verkehrt. Also wenn er sich jetzt am Kreissäge holt, ja gut, dann hat er noch was. Ja. Was kostet das? 700 Ressourcen, glaube ich. Ja, stimmt. Schon Haben das teuer. die Japaner Kreissäge? Ich glaube, so eine andere Art, Ah, ja. okay. Ja, das haben sie, glaube ich, schon noch ein drittes Ja. Holz-Upgrade. Haben Okay. sie, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es gleich stark ist. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Also gut, jetzt hier schon Ja, mal ein jetzt Push ist dann am der Laufen. Japaner mit Japan verbündet und hat jetzt mehr Angriff noch. Ah, okay. Und die Upgrades, ja, die kommen auch bei Aber Steroids. der geht eiskalt Mit hier nur einem. Ashigarus. Ja, gut, das sind schon ein paar PVs, 16 Stück. Ja, gut, aber. Ja, gut, ne, es ist halt. Die haben nicht viel Leben und. Ja, das sind gute Einheiten, das will ich nichts gegen sagen, aber ich sag mal, wenn jetzt tatsächlich irgendwie. Ja, gut, der Italiener kann ja erstmal nur Pavesenträger, der kann ja keine Plänkler bauen im dritten. Aber, also ich sag mal, nur ein Einheitentyp ist halt immer so ein bisschen die Frage, weil das Ja. kannst du dann wirklich auskontern. Ja gut, der kann natürlich noch Kaffee zahlen. Ich denke, er wird wahrscheinlich schon noch etwas dazu ändern. Und der Italiener war jetzt der Geschützkiste 3, hat einen Stahl und zwei Kasernen. Ja, okay. Er geht sogar auf ein paar Wesenträger. Hat er das Upgrade dabei? Nein, hat er nicht. Was kommt hier jetzt? Oder Achso. die Upgrades, besser gesagt. Ja. Ah, ne, Ja. stimmt. Ja, Der könnte es dann. Japaner braucht jetzt Kirschgeld. Stimmt, ja, haufenweise. Ja, gut, haufenweise Pavesenträger, aber ist natürlich die richtige Entscheidung eigentlich. Die Yuumis stehen noch an der Goldmine rum von UN-Master. Aber jetzt natürlich Ja, drei gut. Flammenpfeile ist schon eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage.
Und. Und nochmal einen Architekten. Hat er dann drei. Ja. Glaube ich. Ja. Ah. Dann Du, wenn man sich so. drei. Aber jetzt kommen hier die Flammenpfeile rein und da hat natürlich Zwei. jetzt Zwei. Steroids erstmal gar nichts gegen. Gut, die Dragonen, oder? Ich denke nicht, dass sie die rausfokussen Ja. können. Na gut, es kommen zwei Falkonette und eine offensive Geschützgießerei. Und ein Wall. Volks sind nicht so geil gegen Flammenfall. Aber es geht. Man kann Ja. schon kämpfen. Ich guck gerade. Ja gut, jetzt Dings hier, Steroids, siehst du die fünf Ashigarus, die da bei der Basilika rumstehen, die können jetzt natürlich mal eben snacken, aber sind glaube ich nicht bewusst. Er könnte jetzt auch noch auf die Hundesuite gehen, ne? Dings, Mit ja, der auf jeden Fall, er hat ja die Sternbogen. Karte. Ja, das wäre sogar, ja, das wäre auf jeden Fall Ah, sinnvoll. jetzt kommen die Fox bei der Basilika raus. Ja, aber das wird jetzt ein interessanter Kampf. Kommen jetzt aber jetzt hier, Dings, Steroids, muss jetzt die Falkonetten mal. Mann, tu die Falkon. Ach, und der eine ist schon tot, hä? Was hat er gegen die Flammenpfeile? Nicht viel. Nur die Gar nichts Dragoner, aber mehr. die werden jetzt natürlich besser aufgehoben im Nahkampf. Und zwei Dragoner sind natürlich aber nicht das, was du brauchst. Scheiße. Jetzt hat er auf Siege, also auf Siege Damage geändert, also zu Resist bei den Armbrustschützen. Hat noch Creep Lankler und er schickt sich jetzt drei päpstliche Lanzenreiter. Wenn die Ja. durchkommen, ja, Nee. finden schon Also, ganz gewonnen. ehrlich, drei päpstliche Lanzenreiter gegen diese Masse Ashigarus, also da sehe ich. Ja, die haben schon doch 700 Lebenspunkte, geteilter Schaden und 30% Range Ja, Assistance, aber guck glaube mal, ich. was nachproduziert wird. Komm mal. Ja, gut, der Raumschütze, ne? Komm mal, eben sportlich. Ui! Okay, gut, aber er hat nur eine Hat er nur eine Kaserne, ne? Kaserne? Hat er keinen Daimyo? Nee, hat er nicht anscheinend. Nein, gut, er nicht. Ja, Aber er naja. schickt sich jetzt das Upgrade gegen Puff, das ist das Richtige. Ach, okay. Ja. Ah, gut, die haben jetzt 900 Leben schon, weil sie natürlich Edge 3 sind. Okay. Ja, gut, aber ich weiß Ja, nicht, was gut, wir was da die sonst. Kaliener jetzt produziert, ne? Neun Crossbows, fünf Husaren, schickt sich Musketiere, baut zwei Falkonette. Ach Gott, okay. Ja, also volle Party hier. Hat er Upgrades? An die auf die Musketieren noch nicht, auf den gut paar Wesenträger hat er da. Na komm. Ja, hat er. Hat er, Also, okay. ist ein Trinkwasser. Ja, gut, Wettrüsten hier. Ja, da hinten jetzt kommt auch das Dorfzentrum da ganz unten. Okay. Also, wie sieht es denn siedlermäßig aus? 60 zu 46. Und er hat noch den XP-Trickle von seinen Lombarden und er hat noch die Lombarden an sich selber. Da kommen drei Falkonette kommen da eben raus. Also, aber die, da kommt auch die Armee. Aber die Flammenpfeile sind schon wieder. Beim Oh. Einsatz. Einer. Ach, die haben ja Reichweite, was? Das ist Ja, die haben mehr Reichweite. ja. Ja, das ist natürlich jetzt unglücklich. Da braucht man Cooles eigentlich gegen Flammenfallen. Ja, oder halt Kavallerie. Wir haben nicht gerade 30 Millionen Ashigarus da rumstehen. Ah, aber das sieht jetzt auch wieder verheerend aus, weil da kommen ja die Flammenpfeile ran und natürlich die Ashigarus, ey, die. Ja, also ich meine, die haben jetzt ja vierfach Multiplier gegen. Ach, und die haben. Jo, guck mal, die haben nur 41 Angriffe, also ist total harmlos, die Viecher. Ja. Und der UN-Master hat auch so schön die Kanonen gesnackt, die Volks, ne? Ja, das hat er natürlich auch gut gemacht. Also. Jo, und er kann jetzt mal Ja. eben ins Vierte, wenn er Lust hat. Aber gut. UN Der. Master. Ah, ja. Ja, gut, na, ist schon noch weit. Ah, gut. Hast du den Zehner-Badge schon mitgerechnet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, den Ah, gut, 10er-Badge hat er jetzt kommen. danach gemacht. Also wenn er den Okay. jetzt nicht ausgebildet hätte, hätte er ins Vierte gehen können. So. Kommt noch Ronin, Unikrieg, mehr Belagerungsangriff. Ui. Ja, okay. Uha. Wir haben jetzt schon 32 Siege. What? Alles klar, ja, die sind auf jeden Fall, die Und haben auch plus das. 77 Leben, ich weiß gar nicht, was sie alles haben. Jetzt kommt auch endlich mal eine Kaserne noch hier vorne, wo natürlich wieder 10er, jo. Also wenn man sonst nichts macht, ey, aber das müssen wir loben, hat es auch gut aufgeteilt, die Ressourcen. Also ich meine, das passt genau für Ashigarus tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwann geht jetzt mit dem. Oh, gut, nice geht. Er hat noch einen Kirschgarten. Ach, Genau. okay. Ja, dann muss er gleich mal danach setzen. Ach gut, jetzt kommen hier Jetzt hat er jetzt Treibnetze. 6, 7 Flammenpfeile, ne? Ja, krass. Schon. Da Wir haben zieht hier er sich halt das Fischerboote, haben Gelbrecht ab. 10. Ja, nee, also das ist natürlich hier schon eine verheerende Ansage. Vor allem, es kriegt er auch die Geschützgießerei und Steroids hat er gar nichts gegen gar nichts gegen Artillerie. Ist denn cool Spawn? Das wäre gut. Ja, Kurs wären gut. Aber Siedlerlied hat er immer noch, ne?
bei weitem. Ja, hat er natürlich, aber er gut, hat hier jetzt. vorne könnte man noch die Schreine zurechnen. Ja gut, ja, die Schreine. Ja, also ich denke, Wirtschaft können so ungefähr gleich sein, aber was halt einfach ist, das UN-Master Ja, hat halt okay, gute Kämpfe egal. gehabt und das Aber ist die diese. Italiener hat bessere Wirtschaft, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall. Man sieht es auch im Einkommen, ne? Also das ist schon recht viel mehr. Ja, okay. Aber ja, die Asche ist natürlich Die sind stark. brutal und jetzt auch noch 7 Flammenpfeile und dann was da noch immer dahinter kommt und sowas. Also. Jetzt wartet sich doch mal eine Karavelle, das könnte er sich wahrscheinlich sparen. Die Ressourcen könnte er sich sparen. Ach so, ja. Ach Gott, da ist eine Fune, hängt da rum. Hat er sich die geschickt vielleicht? Ja, die kam noch vom Shipment, aber die war irgendwie so, hat noch ein Drittel Ah, Leben okay. gehabt. Ist ein bisschen dumm, also nicht dumm, aber ist ein bisschen Pech für ihn, wenn er halt jetzt auf Verwesenträger spielt, ohne die Heimatstadtkarten-Upgrades. Ne? Ja, hat er vielleicht nicht geplant tatsächlich, dass er da überhaupt in die Verlegenheit kommt. Ich weiß ja nicht, was, ob er nicht, noch nicht lieber ins Vierte wollte oder sowas. Da kannst du natürlich dann die Dingspunkte bauen hier. Wie heißen sie nochmal? Die Visa Glieri. Na gut, die Upgrades für bessere Leere hat er drin. Ah ja, vielleicht war das. Oder zumindest eins hat er drin. Ah, das könnte jetzt auch wieder kein guter Kampf. Ah, weil die drei päpstlichen Lanzenreiter, ey, da ist. Nee, und dann die paar Wesenträger, das wird jetzt alles niedergeschossen hier, also das. Mit den Goons kann er ein paar Artilleristen snipen. Und ich denke, bis dahin Ja. ist jetzt seine Armee los. Ja, aber ich sag mal, Und. selbst wenn er jetzt hier 3-4 rausschießt, also ich meine, der tauscht dann die Kanonen gegen seine gesamte Armee und dann sind immer noch 30 Millionen. Wie viel haben wir Ashigarus hier? immer noch 6. immer noch über 50 Ashigarus einfach hier auf dem Feld, ey. Pff, jo. Gut, er hätte sich auch noch anstatt das Kopf-Upgrade hätte er sich die Söldner schicken lassen können. Ne? Die hätten schon noch einen Unterschied gemacht. Ja. Aber Ja. so 39 Siege nur von den Aschis. Ja, du, also die, genau, also die Flammenpfeile, ob die jetzt noch hier sind oder nicht, ist auch vollkommen egal, ey. Die Aschis machen allein hier alles fertig. Ja, da sagen die Verwesenträger, machen ja, okay, alles klar. Hier ist nichts mehr los, ey. Aber er ist jetzt eigentlich nicht so an Wirtschaft verloren, muss man sagen. Nee, aber ich muss doch jetzt langsam auch mal die natürlichen Ressourcen ausgehen, oder? Ich meine, da oben ist es noch ein bisschen was, aber, also die Karte gehört ja wohl ganz Mine. klar jetzt hier der UN-Master. Ja, aber er hat oben noch eine Mine und hat eigentlich noch Herden, also gibt's schon. Hat es jetzt mit dem Architekten dann noch anders vor? Aber 22 Siedler, die nicht da sind. Okay, der Architekt, der schleicht sich jetzt mal unten hin, baut heimlich noch ein Dorfzentrum. Jo, genau, baut genau neben den Schreiner ein Dorfzentrum. Ja, das ist vielleicht nicht optimale Positionierung, aber was soll's, ey. Also komm. Ja, es ist Ich echt. versuche jetzt zu messen eigentlich, den Telener und ja, sich nicht killen zu lassen. Immer so kalt. Okay, ja, das geht drauf. Ja, aber es ist natürlich, ja, Gerald sagt jetzt aber auch GG. Und ich glaube auch nicht zu Unrecht tatsächlich. Nein, nein, nein. Da hat ihn der. Ja, da hat ihn der Schneeball überrollt am Ende, ey. Japaner. Ja. Ja, hat ihn da auch ungestört gelassen in Japan, ne? Und das sollte man eigentlich nicht. Nee. Selbst auch wenn du aus Italien eine gute Wirtschaft hast, sollte man, glaube ich, schon nicht machen. Er Nee, wollte erst also am Anfang an. ein Kriegshaus bilden, aber er hat es dann wieder abgebrochen. Ja. Ja, nee, also das scheint so zu sein tatsächlich, dass Japaner. Ja, Japaner würde ich auch nie einfach so unbehelligt lassen, tatsächlich. Aber gut, als Italiener, wenn du deinen eigenen Boom da durchziehst. Aber ich gucke gerade hier auf die Bevölkerung Militärstatistik, das ist natürlich echt, die Kämpfe sind einfach krass verheerend. Das ist halt Ja. tatsächlich, dass wenn Steroids sie ein bisschen besser genommen hätte, so, dann wäre noch was gegangen. Aber so, er fällt ja jedes Mal runter und bei UN-Master, da siehst du eigentlich nicht mal, dass der Kampf überhaupt da war. So. Ja, nicht viel. Nee. Ja, krass. Ja, schon krass. Ja, guck mal, mal Hat er oh, aber Rohstoffe, guck dir benutzt? mal Rohstoffe an. Das ist auch ein Unterschied tatsächlich. Also, ja, Ah, gut, tatsächlich. Okay. wobei mit den kostenlosen Einheiten, das ist dann schon fast wieder gleich, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so tatsächlich so. Ja, ich unterschätze die Schreine, ne? Ich denke, die Schreine haben hier recht viel rausgefunden. Ja, der hatte ja auch, ich meine, jetzt gucke ich es einmal noch nach. Ich glaube, er hat ja auch fast die Und ganze Zeit insgesamt. 200 Schreinbevölkerung oder so, also das ist natürlich schon was da. Also nicht Anfang, also nicht so schnell früh, aber er hat recht, ja, er hatte 200. Ja, also er hat jetzt 200, genau, weil er hatte zwischendurch, ich weiß, wo der erste Push kam und Steroids schon Schreine abgerissen hatte, da hatte er 180 dann, nachdem er zwei Schreine verloren hatte. Also der war schon recht früh voll gepoppt, sag ich mal, oder voll auf Schreine, sag ich mal. Und ja. Ja, also dann würde ich sagen, was kann man hieraus lernen? Vielleicht tatsächlich, also selbst wenn Italiener so ein Boomvolk sind, aber Japaner können es halt doch irgendwie mindestens genauso gut.
Ja. Also Hätte ich dein jetzt ehrlich Verhalten. gesagt nicht so erwartet, aber ja. Nee. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich meine, dafür spielen wir ja Liga, damit wir solche Erfahrungen sammeln können. Ja, stimmt schon. Von daher. Nee, gut. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt keine abschließenden Worte mehr hast, dann würde ich sagen, springen wir ins zweite Spiel. Jo, gerne zweite, ja. So, dann willkommen zurück in Spiel 2. Stratego ist immer noch mit dabei. Ich würde sagen, bei Jo. 3 starten wir dann mal das Spiel. 1, 2, 3. So. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich hier auf dem fruchtbaren Halbmond. Steroids Mainsif, würde ich mal sagen. Hier Malta gegen UN-Master im Norden mit den Osmanen. Boah. Das Matchup erinnert mich an die erste Kampagne. Ja, stimmt. Ja, mal gucken. Malta gegen Osman. Ja. Mal gucken, ob jetzt auch gleich Imperial Husaren kommen, wenn Steroids Feuer anzündet. Ja. Ja. Oder Ringwerfer, ne? Die Ringe kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich muss das mal wieder spielen. Ich sag das jedes Mal. Aber ja, mach's dann irgendwie doch. Bauen kann ich sie jetzt, ja. Die gibt Ja. es jetzt hier. Stimmt, die kann auf jeden Fall bauen. Ja, ich sehe gerade, beide holen sich erstmal einen Handelsposten. Was ja auf jeden Fall als Osmane auch Wenn gut man ist. sich einen Handelsposten holt, eigentlich aus Malta, spielt man eigentlich kein FF. Also, okay. Oder ja, na, war jetzt. Also, man holt sich auf jeden Fall eigentlich nicht dann die Siedler wegen, ne? Dass die Deutschen, Ach dass so, das deutsche Deutsche, Sprache. ein, ja, genau, deutsche Sprache. Ah, okay. Weil da haben wir sicher zu wenig holt. Ja, okay. Wie das war. Ja, ich guck gerade, also jetzt ist natürlich. Ja, es wird auf jeden Fall eng. Ach, er holt sich. Ich Ja, guck gerade gut, mal bei 40 Fortschritte. Ach, Steroids, der genau. hat nämlich jetzt 10, 10 zu 10 Bevölkerung und das Haus kommt jetzt, okay. Und er Und schickt sich. zwei Kirchen, ne? Ja, schickt sich erstmal Kirchen. Sind schon fast zwei Handelsposten dann, Ja. Doch, das sind, glaube ich, zwei Handelsposten. Ich glaube, zwei Kirchen sind sogar ein Ticken mehr als zwei Handelsposten. glaube, Kirche gibt 0,33, oder? Nee, 0,75, glaube ich. Wir sehen es gleich. Wir sehen es auf jeden Fall Was? gleich live, aber ich glaube tatsächlich, dass es tatsächlich recht viel ist. Was Bisschen Hochbrot. mich ein bisschen wundert, ich meine, ich liebäugel ab und zu auch mal kurz mit Osmanen. Auf jeden Fall, eine Moschee fehlt eigentlich noch. So. Ja. Also, und hier Was schon sind die gleich hier 100 Provokation. Holz? Was sind die 100 Holz? Was Was denn? kann 100 Holz die Moschee? Nee, kostet 150. Du musst noch 50 hacken. Okay. Gerade Deck ausgewählt, okay. Ich weiß. Achso, hat er sich den. Hat er den Schatz geklaut? Ach so, okay. Und jetzt verfolgt er ihn auch noch. Ja. 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 Also, wenn man noch Zeit zum Schreiben hat beim Spielen, weil. Nein, Scherz. Tatsächlich nicht. Kirche gibt nur 7, ne? 07, okay. Ja, dann hab ich. Okay, Dann 07. hat er 2,4, also 2,5 Bundesposten. Ja, etwa. Genau. Ja, dann So. die Siedler, also ich weiß nicht, braucht man das so? Nachher in der Übergang die deutsche Sprache, ja, vielleicht. Ja, doch, Das wäre echt krass, ne? ich glaube, das sieht man öfter. Elementarhelden, alles klar. Doch, ich glaube, das ist von den Elementar. Profis. Ist das so? Jetzt schickt er sich hier nochmal ein paar. Mit was Age er denn? Also Age noch gar nicht, okay. Hast du mal die Kundschaft angeschaut Warte. vom Steroids? Papa hat damals auch eh gekauft. Ja, das hat er mir auch erzählt. Das hat er mir auch erzählt. Es kommt zwar erst ungefähr 2 Wochen ohne Schaf, okay. Ach so, ja, okay. Ohne Ja, Schaf. weißt du, was lustig ist? Also jede Ziff hat ja eigentlich so eine Karte, die deine Kundschafter verbessert und dir einen Hund schickt, oder? Und Ja. Malta bekommt keinen Hund, sondern ein Opferlamm. So ein Lamm, was nicht angreifen kann, aber auch nicht angegriffen werden kann. Okay, was bringt das? Also, Ja, das ist einfach so wie, also keine Ahnung. vielleicht bringt sie XP. Im Notfall. Nein, du kannst nicht mal schlachten, aber ich hätte das viel mehr, also es ist schon lustig, aber ich hätte halt mehr gefallen, wenn du so einen Knappen bekommen hättest oder so. Ja, stimmt. Opferlamm, okay. Ach Gott, Dings hat sogar UN-Master, sogar Mark gebaut. Okay, ich bin mal gespannt, was wir hier sehen. Also, weil Edger mit dem Gouverneur, da macht man ja normalerweise ein FF. Oder würde ich ein FF mal Und sie ab? ganz schön gut Upgrades, ne? Ja, er holt Also. sich gute Upgrades. Das ist auch alles in Ordnung. Baut den Turm. Boah, baut den Turm mal so ganz defensiv in die Base. Alles gut. Also Oder mit. ein eher langsameres Edge-Up von Zeros. Also wenn der Osmane da Doppelberg gerusht hätte, wäre es nicht so gut gekommen wahrscheinlich. Und jetzt will er sich wahrscheinlich wirklich noch die deutsche Sprache holen. Das ist ein Ja. bisschen zu greedy, also finde ich. Ist gierig. Naja. Ja, jetzt Ja, hat stimmt. er gleich kein Dings frei. Natürlich keine Schiffsladung. Ich gucke gerade, wann er hochkommt. Ja, gut 4,30. Jetzt sind wir, ja, gut 4.
Ja, wenn es jetzt ganz krasser Hardrush wäre, wo. Aber ich glaube, das. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, was hat denn überhaupt wer erkundet hat. So gut, Steroids hat wenigstens mal so ein bisschen geguckt und UN-Master ist aber tatsächlich. Der hat. Weiß ich auch nicht, sieht von der Karte eigentlich nichts. So. Okay, der will ich den Ordensposten hier unten. Na? Dann Ja. wird er wahrscheinlich FF. Wird aber schon von Gold Warte runter. mal, holt sich jetzt hier 700 Holzeinheiten tatsächlich. Okay. Achso, das Gold hat er sich schon geschickt, was? Ja, das Gold hat er sich schon geschickt. Ja. Also ist an sich der FF-Bild, sag ich mal. Ja, aber viel zu viel Gold. Und Waschgummi brauchst du doch dafür auch nicht. Hast du Nein, drei also ich sag mal, Millionen? knallharter FF-Bild, also da bist du jetzt auch schon gleich am Agent normalerweise. Also, weil. Oh, ich habe noch gar nicht ins Deck geschaut. Was hat denn der aus dem Mal im Deck? Hat Boah. ziemlich standardmäßig. Ja, gut, Ja. er könnte. Ah, schau mal, er könnte den Kirchenplay da machen, ne? Stimmt, hat er dabei. Dann Maschinenbau. gäbe es Sinn, dass er das Holz jetzt braucht. 700 Nahrung nicht im Deck, verstehe ich nicht. Nein, Scherz, aber. Also. Ich sehe schon den Wert der Karte, aber. Also vor allem, wenn du halt belagert wirst zum Beispiel. Ja, Ja. doch. Das gibt Dini Sambisilier, weil er hat unendlich 9 Janis im vierten drin. Und Ah. das hast du nie und nimmer sonst. Okay, oh ja, die Chan, alles klar. Und 6 Spahis, ja. Naja. Ja, gut. Ich meine, das kann stark sein. Wenn man in Ruhe gelassen wird, erstmal, da habe ich auch schon gegen verloren, dann ist das auf jeden Fall nervig. Ist auf jeden Fall stark. Ja, Und mal gucken, was kommt denn Crossbones. jetzt hier eigentlich? Ach Gott, also Steroids ist auf jeden Fall einer, der gern mauert, sehe ich gerade. Er nimmt das hier ernst. Aber Malte der zieht unter. es nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Ja, ja, nee, also Mauern sind natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Das ist, ja, ich habe nur nie Holz, das ist immer mein Problem. Aber nein, an sich ist es natürlich erstmal okay, sich da defensiv aufzubauen, sag ich mal. Ja, Aber ist es natürlich nur gibt die halt. Frage, wenn jetzt der Gegner tatsächlich hier so ein eiskaltes FI-Play durchziehen will oder sowas, dann ist es natürlich nicht gut, wenn man so wartet, sag ich mal. Ja, das ist wirklich kritisch, das stimmt. Ja. Und zumal, also der Will-Lead ist wirklich gut, ne? Von Ja. Zero. Also er hat, kann, glaube ich, warte, wie viele Siedler hat er weg? 2. Also der 24 Siedler zu 17. Guck mal, womit UN Master aged. Das müssen wir jetzt einfach festhalten. Siehst du es? Ja, das ist für das Holz. Ja, machst du Ja, so. ja. Ja. Aber da fehlt, also ich meine, die Karavelle kriegst du dann nicht, oder? Nein, die kriegst du nicht. Also das heißt, du kriegst einfach nur 400 Holz sozusagen. Ja. Okay. Joa. Nö, okay. Also, ja, nein, also mit Noch der. Ich 400 will. Holz, 400 Holz, also Ja nicht gut, also schlecht. 400 Holz ist schon was wert. Also ich will da jetzt auch gar nicht mich darüber lustig machen so sehr, aber ich muss zugeben, also es ist unerwartet, dass der Admiral des Ozeans kommt sozusagen, wenn du kein Wasser hast. So, Ja. von Das da. sieht sogar noch die dritte Kirche. Ach so. Ja. Warte mal. Ach da, juhu. Alles Ja. klar. Ah, das ist eine richtige Eco, ne? Gleich mit Vinocord. Das haben wir dann noch schneller Oh und dann ja. noch so viel XP am Schluss. Ah, ich sehe Und gerade, das bei Schiff. UN Master ist gerade hier die Kirchenkarte durchgekommen. Ja. Also, ja, dann. Ja, dann braucht er auch haufenweise, warte mal, dann brauchst du wahrscheinlich 1000 Holz und dann kannst du dir diese Nisam-Fiseliere, was? Oder irgendwie sowas um den Dreh Ja, holen. ich frage mich jetzt gerade, wo das Holz hin ist. Er muss das wahrscheinlich schon gemacht haben. Weil ich Nee, weiß sonst oder? nicht, wo das Holz hin ist. Warte mal, er hat zwei Häuser. Er hat sich Amalgation gekauft. Das ist natürlich auch, also. Ich glaube, das bräuchte er nicht, ne? Nicht unbedingt, Zumindest sag ich mal. ist jetzt so für länger gedacht, damit er direkt ins vierte gehen kann. Ja. Ich denke, er denkt das so. Und ich glaube, er weiß nicht, aber das sollte schon ein bisschen was am Militär haben jetzt. Ach Jetzt Gott, kommt dann Missy's. 1000 Ach Gott, Holz. ah du, das Deck heißt Missy's FI. Ja, das ist auch alles klar, was hier los ist. Das hat ja in der Relegation der House of Missy hat das ja gespielt. Ja. Die erste Moschee war und dann die 1000 Holz. Kann sein, dass das so rumgespielt wird. Ich muss zu ihm, also bei FE-Builds bin ich wirklich raus. Ich kenne den Bild auch nicht. Sehr Nee. viel Bild schon an sich, aber nicht den Nissan Fuseli-Bild. Also du kannst ja auch, glaube ich, im Festungszeitalter kommen. Doch, doch, die gehen auch im Festungszeitalter, also das geht schon. Nur die Ja, okay. Bombarden kriegst du nicht im vierten. Also kriegst du nicht im dritten, so. Aber wobei, ich habe das schon mal gegen. Man kann die schon, glaube ich, im zweiten holen, tatsächlich, die Nisan Fuseliere. Ich glaube ich schon. Oder war das im zweiten jetzt? Ah, jetzt muss ich lügen. Aber im dritten, sorry, im dritten. Im dritten, okay, dann war es im dritten. Ja, gut, ich meine, Steroids wird jetzt auch langsam aktiv. Ist, glaube ich, auch erstmal nicht so blöd, weil. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er weiß auch nicht so richtig, was hier abgeht, wahrscheinlich.
Weil das ist. Also meine kleine Moss in Armuschützen und Pikes, aber das wird halt aufgemobbt, ne? Ja, das vor allem H2, also das, wenn ihr. Ja, keine Chance hast du da. Wenn da jetzt wirklich mal, wenn das FI-Play. Oh ja, eh schon wieder mit dem Bischof, alles klar. Ja. Ja, noch mehr Green. ja, je gieriger. Ja, also er hat jetzt schon Stahlfallen drauf, Waschgummi kommen jetzt. Also, ja. Er hat schon eine gute Sommer. Ja, nee, das ist auch. Ich denke, in der Kirche hat er auch schon das Upgrade, das Sichtweiten-Upgrade für die Kirchen da. Ach, der Mitarbeiter. Da wird, die Reichweite des Wiener. Ja, da wird sich das erhöht, klar. Gibt's ja. Edge drauf. Ja. Wer kommt noch die Upgrades dann gratis? Also für 50-50. Nicht gratis, aber fast. Ja, na gut, wenn er eine genügend große Armbrustschützenmasse hinkriegt. Ja, das. Ich meine, die haben jetzt schon plus 14 Leben durch die 2% mehr. Mhm. Also pro Karte. Ja, ich denke, wenn jetzt das so konstant aus 3 Punkt. Ja. Könnte er das wahrscheinlich schon. Ja, gut, die bombarden, wenn er. Ja, ich sag mal so, wenn er jetzt einfach angreifen würde, dann müsste sich zumindest hier UN-Master ins Dorfzentrum ziehen. Hat er eine Kaserne? Nee, hat er nicht. Gar nicht, sozusagen. Kommen ja. Die 1000 Holz, ne? Jetzt hat er ein Problem mit was ist. Ach, links hier, links. 1000 Münzen, 1000. Ja, ey, du Gier ist stark. Jetzt könnte Steroids theoretisch links unten die Siedler sehen, die da alle sammeln hier. Ich meine, da sind Millionen Siedler. Wenn der die sehen würde, dann wäre das Spiel fast schon wahrscheinlich gelaufen, weil dann hätte. Ach, er geht leider genau in die andere Richtung, geht zum Handelsposten. Ich glaube nicht einmal, dass der Spiel gelaufen wäre dann, weil das Holz hätte fast schon zusammen, ne? Ja, aber wie viel kriegst du denn da jetzt wirklich, wie viel Füsiliere? Also, ich glaube 12 von dem Ding nur alleine und da kannst du dir ja immer noch schicken. Ja, aber ich sag mal, dann hätte Dings aber gar keine Eco mehr, UN-Master. Und ich sag mal, wenn du gar keine Eco hast, selbst wenn du jetzt starke Schiffsladung hast, aber so ganz Ticken brauchst du, glaube ich, schon. Aber okay. Ja, brauchst du schon, aber ich meine, kriegst du ja auch für Lau noch. Also, ja, das klar. Na gut, klar, der Magnat. Handelsposten für die Nine ist schon okay, meine fehlen ihm die Shipments. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das könnte er theoretisch mit den Pikinieren machen und dann mit den Armbrustschützen, aber er sieht es halt einfach nicht. Das ist, ich meine, kennt ja jeder. Achso, wobei, jetzt sieht er aber die Siedler. Also guck mal, jetzt bin ich hier bei Minute 11,50, aber da sieht er sowas von dick, die Siedler. Jetzt kommt auch, was soll ich, jetzt will er boomen. Jetzt hat er, wenige Kosten, also nur noch 50 Nahrung für Dorfbewohner. Ja. Und die Seas werden jetzt billiger. Hier Steroids oder was? Ja, Steroids. Ja. Na guck mal, jetzt kommt hier die ganze Holzarmee von Steroids. Sie geht jetzt mal auf die Siedler hier, weil jetzt sieht er sie. Und aber jetzt gucken wir uns mal so in Nisam. Achso, das sind ja. Garden. Ja, Garden Nisam Fusiliere, alles klar. Okay. Dorf, ne? Ja. Okay, ich habe nichts gesagt, ey. Ach, scheiße, ey. Aber das tut mir jetzt irgendwie schon weh. So. Sie können auch den Modus wechseln, ne? Und damit sie wie Caroline funktioniert, also Bonusschaden auf Ferne gegen Kopf. Ja, ich meine, dass die Armbrustschützen schießen hier eh nicht zurück, ey. Ach du Scheiße, ey. Die können auch ihre Range erhöhen, glaube ich, auf 18 Range oder so, die in die Sonnenfüße. Das kann gut sein. Das sind schon ganz schön fiese Einheiten. Zumindest. Aber ich weiß, dass sie die Range erhöhen können. Aber ich weiß nicht, wie viel. Ach Gott, sie haben jetzt gerade, guck mal, Fernangriff doppelt gegen Infanterie tatsächlich. Ja, genau. Aber. Ja, ach Gott, da kommen jetzt mehr Bombarden. Ja, mehr Bombarden kommen noch. Ah, kann ja, da könnte ich noch zwei schicken. Jo, 5 Bombarden, ey. Aber er sollte jetzt schon mal. Gut, der Bad Häuser, das ist gut. Vielleicht mal jetzt mit den Ressourcen dann noch was anfangen. Oh, und jetzt kommt noch mehr. Merkitalismus! Ja, damit kriegt er 2 Schiffsladungen noch. Oh, Mann, ey. Ui. Ah, also. Also ich weiß nicht, also das wäre jetzt irgendwie bitter, weil ich sag mal, er hat 26 Siedler. Gut, Steroids hat er ja eigentlich, sehr hat auch Siedler wegen dabei, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich bin fast 5 jetzt, oder? Ja. 3 hat er, 3. Aber das Problem ist halt, er hat überhaupt nichts gegen die Bombarden. Ich meine, er hat irgendwie 3 Orden zu sahen, die ist ja nix. Nein, und jetzt kommen noch 6 Spohis. Ach so, jo. Gardespawn hieß, ne? Jo. Ja, aber komm, UN-Master, warte mal auf die Spies, ich will die wenigstens mal im Kampf sehen. Ja, aber er denkt sich auch so, ach, YOLO, ich geh jetzt einfach mal rein, ey. Und alter Scheiße, ey. Oh, das tut so weh beim Zugucken, es tut einfach nur weh. Oh, ja. Oh, oh.
Er müsste, er könnte sogar in den anderen Modus wechseln, dass er eigentlich Verkaufsschaden aus Blaze und Kopf machen, aber braucht er nicht mehr. Ja, aber nee, genau aber gegen H2 Husan. Ja, könnte, wäre eigentlich geschickter sogar in diesen Modus zu gehen, aber ich glaube, er braucht aber auch nicht seine Sparhis. Ich weiß nicht. Die Schüsse auf die Armbrustschütze, da ging eh gleich 8 wieder rein oder so. Ja. Ja, das ist einfach so verheerend. Weil leider, ich weiß nicht, kann. Hat er einen Stall? Achso, der hat eine Komturei, aber die ist auch gleich tot, ja. Ah, da kommen jetzt Dragoner, aber Dragoner sind natürlich auch irgendwie leider auch nicht. Ja, sind schon. Ja, jetzt haben die Spoys versetzt fast 1000 Leben und 45 andere. Also ich habe gegen das auch schon mal gespielt und H4 Spice, es ist einfach nicht mehr lustig. Also ich habe, was heißt, also ich habe es auch dumm gemacht natürlich, aber ja, die bestrafen dich auf jeden Fall eiskalt. Ich denke, diese 6 Spice würden mit seiner ganzen Armee aufräumen, falls er jetzt reingehen würde. Ja, würde wahrscheinlich schon. Ja. Echt. Ja gut, jetzt versuchen hier die Infanterie, versucht jetzt eine Bombe. Die kriegen vielleicht, die kriegen nicht mal eine Bombarde. Oh, es ist leider. Wahrscheinlich nicht, nein. Da kommen noch mal 2 neue. Ja, ja. Oh, alle Ja, also, ich meine, soll es nicht so sein, dass ich mega, natürlich nicht mega parteiisch, aber es tut mir einfach irgendwie leid, der hat das erste Spiel schon verloren, der Steroids, und jetzt wird er so wegbombardet hier, ey, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Er hat eine neue Komturei, und das können die Husaren vielleicht die Bomben kriegen. Ja, genau, ja. Das Feuer ist entzündet, jetzt macht, komm, eine Bombarde, so ein kleiner Mo, aber er greift leider die falsche Bombarde ein. Macht er jetzt echt? Ah, komm, jetzt beide, komm, ach, guck. Okay. Aber die andere Bombarde, die wenig Leben hat, die möchte er nicht angreifen. Jetzt hat er sie im Fernkampf-Modus gegen Kopf. Komm. Aber er würde eigentlich alle drei bekommen. Ja, er kriegt sogar alle drei. Aber das Problem ist dann, die Spohis haben die Augenspitzen wieder gekriegt. Ja, ganz ehrlich, also ob der jetzt noch, ich glaube, der kann sich jetzt ja auch noch, da kommen bestimmt auch noch, guck mal, da kommen noch 2 neue. Wie viel, guck mal, die Nisan-Füsilier haben auch 37 Belagerung. Also, ja, das ist auch, also es ist wirklich auch vorbei. Ja, die Nisan-Füsilier ist schon gut. Ja, vor allem, die Spohis, haben die überhaupt Leben verloren? Nö. Ja, die healen ja auch wieder, ne? Ja, aber eben bei dem Kampf auch. Der eine hat es irgendwie runter von 1000 Leben auf 900 Leben, irgendwie so, ey. Also ja. Ja, cool, meine Crossbow muss, die machen noch weniger Schaden im Kopf und die machen Flächenschaden. Ja. Das ist vor Spohis gegen. So wie das war das letzte Match. Das war ein Spohis gegen Strelitzen halt und russische Musketiere in H2, ne? Dann, ja. Nicht mal Musketiere haben eine Chance. Nee, Spice sind sowieso pervers, wirklich, ey. Also schon eine coole Einheit. Jetzt die Ressourcenrate, also ich denke, er hat sicher 6, oh nein, gut, die geschickten Einheiten gleichen natürlich jetzt aus, aber ich denke, in normalen Ressourcen gesammelt sollte sicher 6.000 bis 7.000 Unterschied da sein, wahrscheinlich. Ja, wir gucken jetzt mal in die Statistik, und es ist tatsächlich nicht so, es ist tatsächlich recht ausgeglichen, was die Statistik, also was hier, wir müssen mal bei Rohstoffe gucken, es sind nur 2.000 Unterschied und natürlich geschickte Einheiten mal eben 6.000 mehr. Also es hätte ich nicht gedacht. Das nein, hätte ich eigentlich gedacht. Das war krass. Trotzdem, dass er so viel geboomt hat und XP, wie sieht es mit XP aus? Ja. Ich gucke jetzt gerade mal Anzahl Dorfbewohner. Ja, gut, Dings. Aber er hat sich natürlich auch früh, also Endmaster hat sich auch früh Wirtschaftsupgrades geholt. Wann war er denn oben? Ja. Geht eigentlich auch noch. 8 Minuten 14. H3. Ja. Aber ne, also müssen wir die XP-Rate anschauen. Das ist halt schon krank, was der Matthias nur an XP bekommen. Okay, warte mal, EP insgesamt. Oh ja. Okay. Das ist einfach ein Merkitalismus hier aufgebracht. Sieht man leicht den Merkitalismus, aber ganz leicht nur. Ja, da hat ihn sogar noch überflügelt damit am Ende. Ja, krass. Ja. Ja, also von daher was. Ja, aber eben, er hätte so viel Zeit gehabt, ne? Also, ja. Also da 11 Minuten genau. Und das hat der Zeit, ja. Ja, also genau, also Steroids, wenn du das schaust, musst du halt überlegen, also wenn, ich sag mal, für ein FF war es jetzt halt recht spät, sag ich mal, aber wenn du kannst ja auch ruhig H2 spielen, aber dann musst du vielleicht einfach mal wirklich so nach, ja, 6-7 Minuten, wenn du merkst, der Gegner hat ja nach 8 Minuten noch nicht mal ein Militärgebäude gehabt, dass du einfach mal da hinguckst, weil ich denke mal, wenn er sich die Siedler da gesnackt hätte, also, ja, oder so ein bisschen, oder einfach mal halt in der Base rumgelaufen wäre, da hätte er ja, der wäre Dings ja nie glücklich geworden, du Endmaster. Also der hatte ja wirklich lange Zeit gar nichts. Gut, man muss sagen, also wenn man gegen dieses Threat hier spielt, normalerweise
Eben, also dieser Indikator dafür, dass die unendliche Janitscharen im vierten. Und normalerweise spielt man das eigentlich noch so, dass man im ersten hohe Pforte drin hat, was irgendwie, war es Nahrung oder Gold? Gegen Naja. Holz umtauscht, gegenüber Nahrung, glaube ich. Ja, und Weil da Nahrung muss wird man nicht so irgendwie viel hacken, ne? Muss man nicht Holz so viel hacken. umgewandelt, glaube ich sogar. Ja. Ja, genau, ja. Das sind halt so gute Indikatoren für das Play da. Ja, gut, ich meine, er hat natürlich auch viel im. Ja, also ist natürlich auch viel einfach da im Dings. Also viel H4-Karten, aber man ist ja auch einfach so, ich meine, wenn man sieht, irgendwie der Gegner. Also einfach, ja, einfach mal ein bisschen gucken, was hat denn der Gegner überhaupt so für Einheiten. Sag mal, so nach 7, 8 Minuten kann man einfach mal gucken, wenn du siehst, er hat doch nicht mal eine Kaserne oder so, Ja, klar. ja, dann rein da. Einfach rein da. So. Ja, das ist schon so. Ja. So Pike messen und dann einfach alles Ja, abreißen. Weil irgendwie. jedes Gebäude, was du halt zerstörst, der kostet Holz und das bringt ihn später zu seiner Armee. Ja, vor allem. Oder einfach auch irgendwie Villager idlen. Also einfach die Siedler. Also das kannst du ja. Ja. Naja, aber natürlich dann ist es 12 Minuten lang. Wenn du es nach 12 Minuten sozusagen mit den Schiffsladungen, dann hältst du den Schneeball. Das hältst du auch nicht mehr auf, ey. Das ist einfach eine brutale Armee dann. Leider. Oder was heißt leider, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich will es auch hier nicht aus Mahnen schlecht machen. Es ist eine normale Strategie. Man kann dagegen spielen. Man muss es halt entdecken. Und das ist vielleicht auch einfach Erfahrung, die man da sammeln muss. Ja, Aber das habe ich echt actually gemerkt, auch bei meinen eigenen Spielen. Also, ich habe auch früher unterschätzt, was das Garten ausmacht. Und das Garten, also wirklich, zum Beispiel jetzt bei Howdy, wenn ihr bei Howdy halt jemand auf Gold zieht, zum Beispiel, dann wisst ihr, er macht den FF, oder? Weil er braucht jetzt noch kein Gold. Stimmt, Und ja. also, das Garten macht wirklich viel aus. Und wirklich, also es lohnt sich wirklich so, auch so ungefähr bei Age-Shot-Zeit, das ist so, keine Ahnung, bei 4 Minuten. Ja. Geht mal in seiner Base vorbei und schaut mal, was er macht. Mit was er geaged ist, das kann auch schon ein guter Indikator sein, was er machen will. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich bei der Und Osman, wenn man da hier den Turm sieht, dann weiß man ja schon, dass. Also dann wird es auf jeden Fall jetzt kein Doppelkasernenrush, weil dann würde man sich 400 Holz schicken lassen. So. Das ist. Ja. genau. Ja. Man setzt halt immer voraus, dass man die andere Civ kennt. Aber gut, ich meine, so ein paar Grundlagen. Also, ja. Also auf jeden Fall Turm oder so ist meistens, wenn man jetzt bei Osman oder bei Spanien oder sowas, wenn er den Turm sieht, dann wisst ihr, okay, es könnte ein FF werden. Ja. Naja. Von daher. Na gut, also dann hoffe ich mal, dann sehen wir also ein glattes 2-0 für UN-Master am Ende. Hoffe ich mal, dass der Reut sich davon nicht ins Boxhorn jagen lässt. Eine Sache kann ich sagen, ich habe letztes Jahr auch meine ersten, oder letzte Saison habe ich meine ersten zwei Spiele auch verloren. Bin aber aufgestiegen, also es ist noch alles drin. Am ersten Spieltag ist nicht so aussagekräftig, wie man jetzt denkt. Aber natürlich hoffen wir mal, dass UN-Master seine Siegesserie fortsetzt. Und mal gucken, wie es ausgeht am Ende. Joa. Dann würde ich sagen, würde ich mich schon mal verabschieden. Wenn du noch letzte Worte hast, dann jetzt. Nein, nein, ich würde mich dann auch gerne verabschieden und ja, hat Spaß gemacht, mit dir das zu kosten und immer gerne wieder. Ja, gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, können wir gerne wiederholen. Von daher, dann sagen wir Tschüss, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.